The spirits are dying. I fear the power of Spyrex is behind this. We should investigate. So how long has it been? 6 years? Time sure flies. Come. Fenmont awaits. Dreams and wishes are fulfilled. Such is the life of all who live in Risa Maxia, where hope springs eternal. The spirits have the power to bring man's wishes to fruition. And in turn, those wishes preserve and protect the spirit's livelihood. Therefore, it could be said that Maxwell, the Lord of the Spirits, is in fact the guardian of all things. In this world, no known evil exists that could threaten this harmonious cycle. But if one did, perhaps it might lurk in the hearts of men. Hey! Oh! So sorry! Hey! Sorry! I gotta move! What's up? Yo, yo! Herzlich willkommen hier zum neuesten Teil der Tales of-Reihe, namentlich Tales of Zillia, zumindest habe ich mich entschieden, das so auszusprechen. Und jeder, der was anderes sagt, verpiss dich. Nein, Quatsch. Ja, der neueste Teil der Tales of-Serie, ein sehr hoch und sehr oft gelobtes RPG aus Japan, meistens im selben Namen zugenannt mit Final Fantasy oder Shin Megami oder den ganzen anderen Größen, was weiß ich, was es da noch alles gibt. Ich muss gestehen, ich habe selbst noch keinen Teil davon gespielt. Das wird sich jetzt ändern. Ich habe auch in dieses Spiel schon mal kurz reingespielt und ja, war akzeptabel soweit. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, wie das mit dem Combat läuft und dem ganzen anderen, aber ich denke, das werden wir sehen. Zuerst einmal hier direkt schon merkt man hier, es gibt zwei Charaktere, zwischen denen man auswählen kann. Einmal hier unseren krassen Jude, der eigentlich ganz anders geschrieben wird, aber irgendwie denkt der Japaner wohl noch, wir hassen Juden. Ja, Pech für den, ne? Also Jude, ein hilfsbereiter, kluger Medizinstudent, der zum Studieren in die Hauptstadt gekommen ist. Jude steht kurz vor dem Abschluss und sucht noch seine Aufgabe im Leben. Komm im Club, Kollege, wir suchen alle nach einer Aufgabe, bist du nicht alleine mit? Und dann der zweite Hauptcharakter, Miller, die aus dem Intro, eine geheimnisvolle junge Frau in Begleitung von 4 unsichtbaren Wesen. Sie wirkt ruhig, gelassen und sehr weise für ihr Alter. Ich weiß nicht, wie alt sie ist, keine Ahnung, ist mir eigentlich voll Latte. Normalerweise würde ich jetzt X drücken und mit der alten spielen, aber die ist ganz vorne dick auf dem Cover drauf, im Vergleich zu den anderen sticht die da schon mehr oder weniger heraus. Und ja, ich glaube, deswegen werde ich mal hier unseren Nicht-Rassisten spielen. Steht aber, weil der Name weg ist. Naja, wie dem auch sei, wir sind der hilfsbereite und kluge Medizinstudent und stürzen uns jetzt mal direkt rein. Ja! Okay, let's go! Der Petermann, schwarze Bildschirm. Macht auch genau da weiter, wo der das Intro-Sequenz-Filmchen aufgehört hat. Ist ganz geil. Meistens haben Intros ja recht wenig mit dem
direkten Spiel zu tun, oder sagen wir es so, Spiele knüpfen, ja, nicht unbedingt oft direkt an die Intros an. Und dann später, früher mittendrin, whatever. Don't you have residency training with Professor House? Na, Dr. House, meine Freundin. Don't worry about that. You're in a rush, aren't you? Weiß nicht, knapp 20 Minuten habe ich schon gespielt, das kenne ich jetzt schon. Mir sind auch ein paar Sachen aufgefallen, die werde ich euch dann gleich mal ganz dreist zeigen. Und ja, so lange werde ich dann vielleicht tun, sonst wüsste ich noch gar nicht, was passiert innerhalb der nächsten 10 Minütchen. R1 drücken für die Navi-Taste, seht ihr? Okay. Da war die Map, jo. Alles cool. Was? Nein. Okay. Okay. So. Man merkt schon, also grafisch ist das Spiel ist auf keinsten in der Klasse eines Final Fantasies oder so. Muss es aber auch nicht, finde ich. Das lenkt ja dann öfters zu sehr auch vom Geschehen ab, wenn die Grafik zu gut ist, finde ich. Dieser bleichte, jo. Das sieht halt aus, als würde man Anime spielen. Das ist ganz in Ordnung, finde ich. Machen wir weiter, ne? Weil auch die Lippensynchro ist mir schon aufgefallen, die ist recht beschissen eigentlich, aber das ist ja kein Ding, ich habe schon schlimmere Synchros gesehen als das. Mit den ganzen Leuten kann man krass reden, die erzählen meinen alles mögliche. Hier die krassen Laternenbäume, also diese Geisterart ist, also hier scheint es wohl so zu sein, irgendwie die Menschen haben wohl statt der normalen Magic, kommt die Magic in diesem Spiel ja wohl von den Geistern irgendwie, die da drum leben. Ich weiß jetzt nicht inwiefern, dass wirklich, ja, ne, die Geister auch tatsächlich hier sind. Oder halt auch nicht sind. Ich habe keinen Plan. Aber ich denke, das werden wir noch herausfinden. Mit dem sprechen wir noch. Schweine-Törtchen. Wie, keine Schweininchen-Burger, Junge. Abo. Ah, da hier. Das Schweine-Törtchen. Wahrscheinlich so ein kleines Quarktaschenteilchen-Ding mit einem schönen Streifen Bacon oben drauf. Ja. Okay, suchen wir mal weiter nach Dr. House. Tardiness won't get me any extra credit with the professor. Eine leichte Verspätung, ne? What building was he in again? Diese krasse GPS-Kamera. So ein Ding bräuchte man in echt. Man geht runter in die Küche, macht den Kühlschrank auf. Weiß nicht mehr, was man haben will, aber dann switcht die Kamera genau auf den Joghurt in der Ecke und du weißt wieder, ah, den wollte ich haben. Hätte man echt mal gebrauchen, so als Beispiel. Nee, ich möchte nicht mit euch reden, tut mir leid. Ich möchte Dr. House finden. Vielleicht hat er ein paar verschreibungspflichtige Medikamente für mich. Da, merkt euch die zwei. Ich hoffe, das habt ihr. Ah, das ist übrigens, und da, seht ihr die da hinten? Professor. Entweder können die sich teleporten oder das sind Zwillinge oder da hat sich jemand keine Mühe gegeben. Ich glaube eher letzteres. Sorry, I'm late. Worry not, lad. Now keep this between us. But I've been asked to help down at the lab. Top secret research. Die machen Captain America. Wow. Oder Captain Japan. I need you to keep an eye on things until I get back. You can handle it, lad. Only patients with appointments will be coming. Also nur die Privatversicherten. What? Die normalen Jungs, die können erst in ein paar Monaten kommen. Nein, Quatsch. Wir machen hier keine Ausnahmen, nur weil jemand privatversichert ist. Your graduation thesis ja, die Dinger sehen cool aus und die Bäumchen da. More or less, I should have the first draft ready by Ignis. Ignis. Also ich behaupte, Ignis ist Dienstag. Ich weiß nicht, warum ich behaupte es einfach. Was liege ich damit ja auch gar nicht so falsch, ne? Wer weiß, wie viele Tage die da überhaupt haben. Planning to make you my top assistant. Ich weiß nicht, 2 Tage in der Woche und 5 Tage Wochenende. Das wäre geil. Thank you, Professor. I'll be back in a few hours. Till later, Professor. Doktor. So much for an easy day. Mein Freund, die Tage sind nie easy. So, Praktika-Notenheft. Kann ich mir das auch irgendwie angucken? Ah. Orangengummi. Apfelgummi. Trank des Lebens. Wo mache ich das her ab? Nicht aus, da. Titel. Titel erhält so eine Bedingung. Kann ich gar nicht auswählen. Naja. Okay, whatever. Hier.
Hallo ihr zwei, ich habe ihr noch nie gesehen. Das war, sollte so ein Fake-Hust sein. Oh, hey, euch zwei habe ich ja noch nie gesehen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich noch sein muss, 2013, dass da im selben Raum Leute sitzen, die einfach genau gleich aussehen. Aber naja, sehen wir einfach mal drüber hinweg, dass das kleine Mädchen hier sogar nochmal sitzt. Und wohl krasse Drillinge oder so. Oh, 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 wahnsinnig viele Verwundete und zu allem Überfluss funktionieren unsere Heilart ist nicht richtig. Es wird eine anstrengende Schicht. Also ich behaupte, dass Artis ein anderes Wort für Magie ist, praktisch. Die nennen ihre Magic wohl irgendwie Artis. Wahrscheinlich kommt das von Art, wegen Künste und so halt, ne? Zumindest wäre das jetzt meine logische Schlussfolgerung. Tja, moderne Geister-Artis. Hm, vielleicht ist es irgendwie... Was? Was, was? Stand da sprechen? Ja, okay. Für einen Moment dachte ich, ja. Moment leicht abgelenkt. Draußen geht sie doch schwer ab, da ist schon jemand am Bauen. Ach ja, er ist hier so ein Streberkerl, ne? Ah, krass, kann ich mich zwar nicht ganz so mit identifizieren, aber... Oh, vielleicht bekommt er ja noch ein paar nettere Dinge. Zeitraffer-Mode. Mit seinem gebrochenen Arm da vorhin. Was ist der gemacht hat? Oh shit, da Mana Punktur oder so. I can't believe I messed up my spirit channeling. That's kid stuff. Du weh oder was, Kollege? Okay, you're good to go. Dieser Anzug, der sieht, weiß ich nicht, der sieht irgendwie aus, als wäre ein Gefangener oder so in irgendeinem Sci-Fi-Movie. Finde ich dieses Weiß. Der Mana-Lappen, Alter, ey, der Mana-Lappen. Guck mal her, Junge. Lass mich mal das Mana rausziehen, du Lappen. Tja, jemand klaut euch die Geister bestimmt. Werden bestimmt abused. Werden durch Pipelines gepumpt. It's my wife's birthday too. Now I don't have to worry about letting her down. Außer die von Geistprom. Shit, das war eine Anspielung, ne? Na gut. Hauen Sie rein, Mister. War das der letzte? No more patients for today, Dr. Jude. Danke, Frau Aushilfe oder so. You sure this is all above board, Nurse Prin? I mean, students aren't normally allowed to see patients by themselves. Don't ask me. The professor is the one shirking his duties. He knows full well that urgent patients always show up. Schämen Sie sich, Dr. House. Serves you right for agreeing to stand in, if you ask me. I guess with the amount of mana at his disposal, treating 10 people isn't any more taxing than treating one. So ein Disziplinpriester, da war mal das Problem. He spent so much time developing his mana lobe that it skewed his perspective. Beg your pardon. Have either of you seen Professor House? Trainiert, andere trainieren mit ihrem. Come to think of it, he should have been back by now. Wenn ich immer nicht mit dem Malerlappen. Why? Did something happen? We've just been told he's been chosen for the Hal Prize. Oh, der Nobel Hal Prize. Wow. Research honors don't get any bigger than that. Was hat er denn gemacht? They want to see him immediately, but he didn't tell anyone where he was going. Don't worry, he told me. I'll go fetch him. Jo, sorry for always sticking you with the odd jobs, Jude. Da Jude, das, ich finde es immer noch lächerlich, dass sie es einfach abgeändert haben. Nur weil dann da sonst Jude gestanden hätte. No worries, what the fuck? I'm used to it. I'll be back soon. Einer meiner besten Freunde ist Jude. Und das lasse ich ihn auch öfters wissen. Und das ohne jegliche Art von Rassismus. Sein krasses Outfit. Weiß ich nicht, sieht aus wie so ein Magier aus irgendeinem früheren Final Fantasy Teil. Die hatten auch alle so Schissels an. Aber naja. Wir müssen Dr. House finden. Im Laforte Forschungszentrum hält er sich wohl auf, laut Marker. Mein Tipp ist, dass es irgendwo hier draußen. Beziehungsweise ich weiß leider, dass es da irgendwo draußen ist. Aber ja. Let's see. Hm, sehen wir. Was da? No point in leaving the city. Okay, stimmt. Außer du willst doch die Stadt verlassen. Der Seehafen ist so abgelegen. Nicht Boot fahren.
keinen Captain zu sehen. My best bet is to cut across the central plaza and enter the research district. I should find the lab with Professor House there. Müsste dort irgendwo sein. Respekt dafür, dass er sich in seiner Stütze auskennt, oder? Ist die Forschungsanlage so secret, oder was? Warum lädt es so lange? Wir drücken mal zur Forschung Gebietskarte deines derzeitigen Standorts auf, okay? Ah, wow, das war gar kein Loaden. Ich hätte es wegdrücken können. Naja. Ich möchte nicht mit dem. Tut mir echt leid. Ich rede mit ihm immer. Rassbude. Hat er wohl nicht, ja? Bauer, 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 Bauer. Oh ja. Hallo. Mein Geist sah Hartes. Ist das nicht vorhin noch Artis? Habe ich jetzt einen Rechtschreibfehler gefunden oder was? Schiff vor Anker liegen, ja. Ja, man kann sagen, was man will. Ist, also, die Backgrounds, die sehen schon richtig spitze aus. Diese grünen Baumhaus-Dinger. The falling lumen petals sure are beautiful today. I'll never forget how stunned I was when I arrived at Fenmont and saw the lumen trees. Ja, also stunned war ich gerade auch, wieder fast von meinem Stuhl gefallen. Dabei sitze ich auf keinem Stuhl. Naja, hier vorne ist der krasse Speicherpunkt. Ja, bis letzte Mal gespeichert, als ich es angespielt habe. Dann weckt doch Leute wieder, klar, kennt man so weit, ne? Ja. Was, wie lange habe ich denn gespielt? 1:30, eine Minute oder soll das eine Stunde gewesen sein? Mich genau hier gespeichert. Naja, vielleicht habe ich mir ein bisschen schwer Zeit gelassen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Naja. So. Mal gespeichert und mal cut.